begleitet uns zu unserem letzten Tag in Madrid. Unser letzter Tag in Madrid steht an und wie ihr wisst, ja, bei dieser Reise ist so ein bisschen was schief gelaufen. Heute soll es aber auf jeden Fall schöneres Wetter geben und man merkt es auch schon, es ist noch ein bisschen frisch, aber ich glaube, es wird noch schöner heute. Wir haben uns lange überlegt, was wir unternehmen werden und haben uns dann schlussendlich für einen Besuch im Zoo entschieden. Ich muss ganz ehrlich sagen, Madrid hat irgendwie nicht so viel zu bieten. Teilweise fand ich es auch voll langweilig und was schon ein Indiz war. Normalerweise, wenn ich auf Instagram poste, wir fahren dort und dorthin, keine Ahnung, kriege ich immer Tipps. Macht unbedingt das. Das ist meine Lieblingsstadt, ihr solltet das und das machen. Und ja, das haben wir für Madrid überhaupt nicht bekommen. Es hat mir eine Person geschrieben, dass sie öfter in Madrid ist und dann immer in den Freizeitpark hier geht. Ja, aber mehr auch irgendwie nicht. Keine Ahnung, also wir haben auch bei Get Your Guide und wo man auch immer so guckt, nach so vielen Sachen geschaut. Also als Regen war ja noch schlimmer, hat man ja irgendwie gar nichts gefunden. Und ja, klar, man kann hier ins Theater, man kann in Musicals, auch beides jeweils mit Disney, aber ich habe die Musicals, die hier laufen, alles schon gesehen. Deswegen, und auf Spanisch hätte ich jetzt auch keine Lust, entweder Englisch eben oder Deutsch, aber Spanisch wäre jetzt auch nicht meine bevorzugte Sprache. Ja, deswegen. Oh, keine Ahnung. Wir laufen jetzt erstmal zum Bus. Heute können wir ja noch kostenlos Bus fahren. Und dann sind wir gleich im Zoo. Ja, wir sind jetzt ein paar Meter im Zoo gegangen und haben uns jetzt schon Tickets geholt für die Zugfahrt, die um 15 Uhr stattfinden wird. Eine ist um 1 Uhr und eine um 3. Genau. Ja, was ich ganz schön hier finde, hier sind ganz viele wildlebende oder freilebende Störche. Die haben wir schon gesehen auf dem Weg hierhin, habe ich im Wald geschaut und habe gesehen, dass da Störche waren. Ja, die haben hier ihre Nester. Das sind richtig viele Storchennester. Ich habe jetzt auf Anhieb... Oh, ein Papagei am Storchennest da hinten gerade. Aber das ist zu weit weg, das fängt die Kamera nicht ein. Gezählt habe ich jetzt mal 1, 2, 3. Da hinten waren 4, 7 Storchennester. Jetzt hier nur, wo ich so mit bloßem Auge hingucken kann. Also richtig schön. Genau, wir haben wilde Hasen hier gesehen, die nicht in einem Käfig leben. Und ja, beim Rest müssen wir mal gucken. Ich weiß, Zoo ist ein sehr umstrittenes Thema und auch für mich ist es sehr umstritten. Was ich hier sagen muss, es gibt eine Delfinshow, die werden wir uns aber nicht anschauen. Vor unserer Busfahrt steht jetzt noch das Mittagessen an und das war ganz schön schwer hier was zu finden. Also es war wirklich schwer hier was zu finden. Es hatte alles gefühlt zu. Nur der einzige Laden, der uns von außen am wenigsten angesprochen hat.
Hier haben wir uns jetzt ein Menü geholt mit einer Vorspeise. Ein Brot war dabei, ein Nachtisch und ein Hauptgang. Und ich zeige euch das Ganze jetzt. Also Vorspeise war Lasagne, Pasta, Reisgericht, also gab es verschiedene Sachen. Dann das Brötchen dazu, mein Nachtisch, ein Getränk. Der Becher kostet 1 Euro extra für Pfand. Ja, und das hier ist der Hauptgang. Guten. Ah ja, gekostet hat es jetzt 40 Euro. Genau, der hier hat extra gekostet. Also zwei Menüs waren 37 Euro plus 1 Euro extra für das größere Dessert praktisch. Und 2 Euro hat nochmal der Pfandbecher gekostet. Was soll man sagen? Das Essen in spanischen Freizeiteinrichtungen ist einfach nicht gut. Also sagen wir es mal so, ich habe noch nie was Gutes erwischt. Auch das hier, das war also wirklich, keine Ahnung. Vorsicht, jetzt wird's nass. Also es war viel und für das Geld auch definitiv viel, aber geschmacklich einfach eine Katastrophe, wirklich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wie man sowas den Leuten anbieten kann. Die Lasagne war einfach komplett kalt und keine Ahnung, also diese Fleischbällchen ungenießbar. Die Pommes waren gut. Pommes in der Soße, die waren gut. So, wir sitzen jetzt schon in unserem Zug. Hier geht gleich die Tour los. Das war jetzt eine halbstündige Fahrt ungefähr durch den Zoo. War ganz süß gemacht, muss ich auf jeden Fall sagen. Also hat sich gelohnt, würde ich wieder machen. Allerdings, was ich nicht so toll fand oder was mir ein bisschen gefehlt hat, sagen wir es mal so, es wäre ganz schön gewesen, wenn man noch ein paar, ja, wenn man noch ein bisschen was über das erzählt bekommen hätte, was man so sieht.
haben hier diese Walt Disney Statue gefunden und schaut mal, hat auch ein paar Freunde mitgebracht. Wir haben das mal übersetzt und wenn ich es richtig verstanden habe, steht da, die Natur ist die beste Inspiration für einen Autoren. Finde ich so schön, das hier zu finden. Im ganzen Park verteilt sind Getränkeautomaten und auch Süßigkeitenautomaten. Wie immer gibt es den Vergleich oder den Cola-Preis. 3,70 Euro kostet eine 0,5er Cola hier am Getränkeautomaten. Und so schnell ist jetzt 18 Uhr und der Zoo hat geschlossen. Am Schluss kam dann Security mit so einer Pfeife und haben die Leute rausgetrieben. Genau. Wir gucken jetzt mal, wo wir essen gehen wollen und fahren dort dann in die Richtung. Wir hatten uns zwar überlegt, heute Abend um 21 Uhr noch so eine Bustour zu machen, im Dunkeln, aber irgendwie, keine Ahnung. Wir müssen morgen früh aufstehen, müssen dann heute Abend noch packen und den Müll rausbringen in unserem Apartment. Ja, und das geht auch nur eine gewisse Zeit. Das ist voll merkwürdig. Die Mülleimer sind tatsächlich nur für eine gewisse Zeit zugänglich. Ja, und deswegen haben wir uns gegen die Tour entschieden. Wir wollen noch was essen gehen, ein bisschen bummeln davor. Und ja, das ist jetzt so der Plan. Und das wir gerade am Schlachtplan erstellen. Ja, Leute, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir Deutsch essen gehen möchten. Zumindest probieren wir es. Wir haben probiert, online zu reservieren, haben aber noch keine Antwort erhalten. Wir gehen jetzt einfach mal auf gut Glück hin und gucken. Es gibt tatsächlich viele deutsche Restaurants hier, aber das war jetzt einfach das, was uns am besten zugesagt hat. Leute, ich glaube, wir haben uns für das Falsche entschieden. Es gab so viele Restaurants und wir haben uns das hier genommen. Weder die Karte gab es auf Deutsch oder auf Englisch, was ich halt für ein deutsches Restaurant dann schon sehr komisch finde. Da hätte ich schon erwartet, dass es die auf Deutsch gibt, zumal deren Internetseite auch den Anschein demnach weckt, dass es das gibt. Die Gerichte nur so semi-deutsch, würde ich behaupten. Es gibt halt viele Wurstplatten mit verschiedenen Würstchen. Vollkommen okay. Ich habe jetzt einen halben Teller Haxe bestellt und Sinon hat schon noch eine Wurstplatte geholt zum Teilen. Genau. Das ist jetzt mal aktuell der Stand. Ich hoffe, das wird noch besser. Das hier gibt es jetzt einfach, ohne dass man es bestellt hat, zum Teilen. Das ist doch schon mal was. So, das hier ist unser Essen. Einmal die Wurstplatte und einmal eine halbe Portion Haxe. Das ging sehr, sehr schnell, muss man sagen. Jetzt gut. Also Leute, was ich sagen kann, bis jetzt, die Haxe ist okay. Ich gehe davon aus, die war schon mal gemacht und wird jetzt einfach nur kurz aufgewärmt. Die Nürnberger sind okay, Kartoffeln sind okay, Soße ist richtig gut und das Kartoffelbrei, das schmeckt richtig lecker. So Leute, also am Anfang dachte ich so, ja, wir sind gerade im freundlichsten Laden gelandet und... Ach, keine Ahnung, war alles so ein bisschen... Aber irgendwann ist der Kellner so ein bisschen aufgetaut. Hat dann irgendwie erkannt, dass wir Deutsch sind. Angeblich hätte das der Nachbartisch erkannt, weil wir ja Deutsch gesprochen haben. Aber ich hatte ihn ja vorher nach einer deutschen Karte bzw. einer englischen Karte gefragt. Aber alles gut. Wie gesagt, am Anfang dachte ich so... Jetzt nicht so toll, aber ganz ehrlich, das Essen hat richtig gut geschmeckt. Also kann ich nichts anderes sagen. Es war geschmacklich sehr gut. Der Kartoffelbrei mit der Soße, die Bratensoße, ein Träumchen. Würstchen, auch ein Traum. Was ich da anmerken muss, dass die Würstchen alle gebraten waren. Wir gehen öfters mal gerne in deutsche Restaurants im Ausland und da hatten wir Bratwürste auch schon
gebrüht bekommen. Ja, also von mir gab es einen Daumen hoch. Die Karte ist jetzt nicht ganz so groß gewesen, wie ich sie mir hätte vorgestellt. Also ich hätte gesagt, da hätten noch Maultaschen, Käsespätzle, vielleicht ein Zwiebelröstbraten oder irgend sowas hatte da gefehlt, meiner Meinung nach. Es war eine kleine Karte. Es gab halt viele Burger, die hätte ich halt weggelassen und hätte halt mich mehr auf die deutschen Sachen konzentriert. Allerdings glaube ich, dass es einfach Taktik ist, weil viele kommen ja hier einfach nur in diesen Biergarten, um Bier zu trinken und essen dieses deutsche Essen nicht. Und deswegen ist es einfach Taktik, dass sie halt auch noch Burger haben und Salat und sowas, um dann eben für die Leute, die dieses deutsche Essen vielleicht nicht mögen oder auch gar nicht kennen, für die das außergewöhnlich ist, dass sie da halt da was anbieten können. Und ja, wie gesagt, war super. Und wir haben für die große Wurstplatte zwei Getränke und den halben Haxenteller, der riesig war, finde ich, 40 Euro bezahlt. Und das finde ich auf jeden Fall total fair. Jetzt gibt es noch Nachtisch. Den gibt es dann aber wieder traditionell auf Spanisch. Am letzten Abend gibt es jetzt noch mal als Nachtisch Hot Chocolate mit Churros. Ich wollte eigentlich diese Porras probieren. Ich hoffe, die heißen so. Das sind so irgendwie so dickere Churros. Aber die gibt es hier im Laden um die Uhrzeit jetzt nicht mehr. Und ja, jetzt gibt es einfach Churros mit einer Tasse heißer Schokolade. Das ist wirklich, ja, das ist einfach nur warme Schokolade. Erhitzt. Richtig, also einfach komplett Schokolade. Hier die Churros und die heiße Schokolade dazu. Das ist einfach wie Pudding. Und auch wenn man eine Tasse heiße Schokolade, also Kakao eigentlich, bekommt man irgendwie das hier. Ja Leute, unser letzter Abend neigt sich dem Ende zu. Fangen wir mal an mit dem Churros. Das war diese Schokolade, die mag ich schon sehr, muss ich sagen. Allerdings muss ich aber auch gestehen, dass ich einfach die Churros, wie wir sie kennen, irgendwie mehr mag. Einfach Zimtzucker und Nutella drauf und gut ist. Ja, genau, da hoch. Also hier ist es halt einfach nur kalt und es schmeckt nach frittiertem Gebäck. Und bei uns in Deutschland wird es ja meistens warm serviert. Und warm serviert und ja, halt nochmal mit Zimt oder Zucker oder mit beiden ummantelt. Da freue ich mich schon auf Samstag, denn ich finde, der Holiday Park hat die besten Churros und dort bin ich dann am Samstag. Genau. Ihr habt das Video vom Holiday Park bestimmt schon vorher gesehen als das hier. Falls nicht, holt es auf jeden Fall nach. Genau. Ja, dann zu dem deutschen Restaurant brauche ich eigentlich nicht mehr sagen. Das war auf den ersten Blick eher so pfui, aber dann hat es sich doch als kleine Perle herauskristallisiert. Und das hat mich sehr gefreut. Das war cool. Beim Zoo. Zum Zoo kann man halt sagen, ja. Mein Highlight waren die Hasen, die überall frei im Park waren, die vielen Störche. Also so viele habe ich noch niemals auf einem Fleck gesehen. Das fand ich schon richtig beeindruckend. Und über den Rest muss sich da jeder selbst ein Bild machen, ja. Was sage ich im Allgemeinen zu Madrid? Bravo! Also ich muss ja noch mal herkommen, in Anführungszeichen, weil ich möchte ja diese Freizeitparks, die ganzen Counts hätte ich noch. Ich bin mit einer Erwartung von, lass mich mal schnell im Kopf rechnen, 14 Counts hergekommen und habe 6. Das kann ich nicht auf mir beruhen lassen. Das müssen wir noch ändern. Aber ansonsten, ich verstehe den Hype um diese Stadt
wenn ich ehrlich gesagt bin, nicht. Ich fand es relativ langweilig. Meiner Meinung nach sind es keine großartigen Sehenswürdigkeiten. Ja, ich weiß, man kann sich irgendwie den Königspalast anschauen, wie auch immer. Aber das ist auch wie in England schon nicht mein Thema. Ja, keine Ahnung. Also Spanien gefällt mir dann doch ein bisschen besser, wenn es am Meer liegt. Trotzdem hatten wir eine schöne Zeit. Wir haben das Beste draus gemacht. Vielleicht haben wir auch falsche Dinge mitgemacht. Nee, wir müssen da hinten links. Also vielleicht haben wir auch einfach falsche Sachen geplant, aber auch über Get Your Guide und die sonstigen üblichen Seiten, bei denen man sich irgendwelche Dinge raussuchen kann, die man macht, war da jetzt nicht allzu viel. Und ja, genau. Das ist so mein Fazit zu Madrid. Unser Tourguide meinte, das erste Mal 2023 war, ich weiß nicht, ob diese Angaben stimmen, Madrid die meistbesuchteste Touristenstadt Europas. Ich kann nicht verstehen, warum, ehrlich. Also, wir haben so viel schönere Städte in Europa. Wirklich. Also, es gibt so viel mehr. Ich wüsste nicht, warum es einen. Ich weiß nicht, wie ich sagen muss. Also, eine Stadt müsste ja zur meistbesuchtesten Stadt Europas sein, wenn auch viele Leute öfter hierher kommen. Und ich wüsste jetzt nicht, warum jemand, außer er ist so bescheuert wie ich und möchte halt die anderen Accounts noch haben, ein zweites Mal hierher kommen sollte. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es bleibt mir ein Rätsel, aber gut. Sorry, falls ich jetzt irgendjemanden auf den Schlips getreten fühlt, weil er Madrid total toll findet und ganz oft hierher kommt. Schreibt mir bitte Tipps. Schreibt mir, was wir falsch gemacht haben. Schreibt mir, was wir hätten besuchen müssen. Ja, und an dieser Stelle höre ich jetzt auf zu labern. Ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt die Glöckchen und wir sehen uns schon ganz bald wieder. Ganz kurz muss ich doch mich nochmal zurückmelden. Es kann auch sein, dass diese Bewertung jetzt nur so schlecht ausgefallen ist von Madrid, weil A, das Wetter zum größten Teil richtig mies war. Und ihr wisst, so Wetter macht schon viel aus. Gerade bei Städtereisen ist es ja, sage ich mal, immer das A und O. Wenn man dann so Pech hat wie wir und die ersten paar Tage fast nur voll, die Tage vollgepackt hat mit Regen, ist das natürlich ein bisschen ein Stimmungskiller. Und natürlich tut die Sache mit dem geschlossenen Freizeitpark auch noch seinen Rest dazu. Das war halt, ja, doofe Situation. Ja, ist jetzt halt so. Und in diesem Sinne jetzt aber adios und bis bald.